vom Englischen ins Deutsche. Hallo alle zusammen, danke fürs Kommen. Ich werde das Ultraschallsystem einführen. Ich werde mit einer kurzen Geschichte anfangen, was auch die Motivation ist. Eine Weile, da war ein Produkt, das Produkt war eine interessante Idee, es hat aber auch einen fatalen Fehler. Ich werde euch ein bisschen mehr über die Geschichte von diesem Produkt erzählen und was war seine Lebenszeit. Da war eine Firma, die hieß Silverpust in Indien, die wurde gegründet und die hat dieses Ultraschall-Tracking-Produkt. Ich komme ein bisschen zur Technik später. Und es war nicht. Und es bekam von einigen Finanzierern Geld. 2014. Ein bisschen das Geld bekommen haben die eine ziemlich gute Bewertung bekommen in Zeitungen und Artikeln über das Produkt. Und dann haben sie das getan, was alle Firmen tun, und sie haben Patente veröffentlicht. Ein Jahr oder ein Jahr später lief nicht so gut für sie. Die Sicherheitscommunity hat das darüber veröffentlicht, über ein Produkt, was nicht mehr. Das war eine der ersten E-Mails, die war im Web veröffentlicht wurden über das Produkt. Es sagt, dass da. Es teilt über die anderen Leute auf der Mailingliste mit über dieses Produkt und was da vor sich geht. Und wir sollten ein Auge drauf behalten. Das waren die ersten Dinge, die von der Privatsphäre- und Sicherheitsperspektive über dieses Produkt veröffentlicht worden ist. Und dann hat die Presse davon mitbekommen, und hat Benutzer darauf hingewiesen, sehr vorsichtig zu sein, dass da Leute an diesem Zeug arbeiten. Das hat natürlich der FTC, also die Behörde, auf den Plan gebracht. Die haben begonnen, kümmert euch nicht drum, ich definiere das anschließend nochmal. Was Sie grundsätzlich gesagt haben, ist, Transparenz ist ein Issue. Wie sollten wir uns beschützen und wie soll das Ding funktionieren? Und dann haben natürlich die User begonnen zu reagieren. Viele Leute waren unglücklich, haben sich beschwert. Was ist das? Das will ich nicht. Gab es tatsächlich Lösungsvorschlagen, und da waren ein paar ganz vernünftige drunter. Und natürlich waren die üblichen, denen das alles völlig wurscht ist. Was dann passiert ist, ungefähr 5 Monate später, die Federal Trade Commission hat begonnen, sich seriös damit auseinanderzusetzen, hat an alle Developer einen Brief geschrieben, und der Brief hat grundsätzlich gesagt, wir wissen, dass wir diese Framework in ihrer App im Google Play Store verwenden. Es ist nicht genug, dass ihr nur die Mikrofonverwendung bittet. Ihr solltet den Usern auch sagen, genau was ihr dort captured und was ihr damit macht, sondern verletzt es ihre Privatsphäre. Das ist ziemlich ernst. Und daraufhin hat sich die Gesellschaft entschlossen und sind einfach aus dem US-Markt rausgegangen, weil sie waren dort nicht aktiv. Geschichte, nachdem diese nicht mehr in der US vertrieben wird, sind wir jetzt sicher, war das ein einzelner Inzident, ein einzelner Vorfall.
um es fair zu sagen, wir haben wenig Informationen gehabt. Die Presse hat sich irgendwann für andere Dinge entschieden. Und die Leute haben gesagt, okay, wenn sie nicht verwendet werden, passt schon. Aber wir sind neugierig. Wir hatten eine Reihe von Fragen, die wir dann immer noch verwenden wollen, also beantwortet haben wollten. Unsere Hauptfragen waren, warum haben sie überhaupt Ultraschall verwendet? Wie funktionieren solche Technologien? Wie funktionieren diese Frameworks überhaupt? Wir hatten keine Ahnung. Ja? Also technisch gesehen hatten wir keine Ahnung, wie das funktioniert. Dann waren noch, gibt es da andere Produkte, gibt es andere Anwendungen da draußen, die mit Ultraschall arbeiten. Wir waren nicht sicher, ob vielleicht irgendwo eine andere Gruppe ist, die was auch sowas Ähnliches macht. Und dann war auch nirgendwo ein genereller Sicherheitsbericht über das ganze Ökosystem. Also wenn du keine Ressourcen hast, dann haben wir gesagt, müssen wir wohl selber machen. Wir müssen unseren eigenen Report machen und unsere eigene Research. Das war mal die Motivation. Was ist Ultrasound Tracking? Der Rest der Präsentation wird so lang. Also wir werden jetzt einmal sagen, was ist das mit der Technologie? Wie funktionieren die Attacken gegen den Tor-Browser? Dann gehen wir eine formale Sicherheitsanalyse des Ökosystems über das, was da schiefgelaufen ist. Und dann schlagen wir als letztes vor, was wir als Gegenmaßnahmen vorschlagen und was wir. Also ich bin Vasilis. Ich habe dies mit einer Reihe von anderen Leuten, die genauso neugierig waren. Gian Vigna von Federico Maggi aus Italien. Yannick und der Schwangwa. Ultraschall wird in mehr Orten verwendet, als man sich so vorstellt, für verschiedene Anwendungen. Also eines Cross-Device-Tracking, Audience-Analysen, Device-Steuerung, Synchronized Content, also Content-Steuerung. Okay, was ist mal Currency-Device-Tracking? Cross-Device-Tracking, Verzeihung. Also Cross-Device-Tracking ist der heilige Gral der Marketeers. Ja? Wir verwenden alles mögliche, Smartphone. Und jeder Device ist für eine neue Person. Und sie hätten gerne den Link ab zwischen, wenn du ein Smartphone verwendest, deinen TV verwendest. Die möchten das zusammenführen in den Metadaten. Sie wollen wissen, was du gerade am Fernseher schaust, das wäre der heilige Gral, dass sie dann anschließend gleich die entsprechenden Werbung auch auf das Handy schicken können. Das machen die Major Advertising Networks, entweder auf Probabilität oder Determination. Der probabilistische Approach ist, weil fast 100% exakt, funktioniert so. Also wenn du auf Facebook siehst, sollst du auf allen Devices, die du hast, Facebook laufen haben. Also weißt du über Facebook zum Beispiel alle Devices, die er offen hat. Wenn du nicht Google connected oder Facebook connected, dann wirst du sie nicht so einfach dazu kriegen, mit allen ihren Devices auf deine Plattform einzuloggen. Und da gibt es eine Alternative, das sind Ultraschall-Beacons. Richtstrahler. Das ist, klingt zwar sehr exotisch, die schicken eine Sequenz von Symbolen in einer hohen Frequenz, sodass du sie nicht hörst. Also das Zweite ist, die meisten Speaker und die meisten Mikrofone können sie erzeugen und reproduzieren und wieder aufnehmen. Die technischen Details sind die folgenden. Ich weiß, es gibt einen ganzen Haufen Fachleute hier. Also ich versuche ungefähr, ich sage, wie es verläuft, ich sage, was sie tun,
Also sie haben verschiedene Buttons, sodass jeder tut ein bisschen was anders und es keine Overlay gibt. Verwenden das sogenannte Near-Infrasound-Sensor. Das ist zwischen 180 und 200.000 Kilohertz. Das hört man normalerweise nicht. Das wird in kleine Abteilungen, in kleine Pakete ab ca. 75 Hertz. Und dann kann man jedem Junk einen eigenen Buchstaben zuordnen. Und so alle 4 bis 5 Sekunden schicken Sie 4 bis 6 Buchstaben durch, mit einer sozusagen Unique ID dadurch, damit Sie Ihren Beacon, Ihren Sende. Es gibt keinen Standard und es gibt ein paar Patente, aber das ist das Basisprinzip. Innerhalb von 7 Metern haben wir ein bisschen Experimente gemacht. Das ist ziemlich exakt. Das kommt natürlich darauf an, wie das durchprogrammiert ist. Aber mit den Applications, die heute auf Google laufen, das funktioniert ungefähr 7 Meter entfernt. Wir konnten keine Computerspeaker finden, die das wiedergeben konnten. Also das ist ziemlich bekannt. Die können nicht durch physikalische Gegenstände durchdringen, aber das ist für diesen Zweck wurscht. Egal, Verzeihung. Die sind auch für die Tiere nicht hörbar. Wenn man das jetzt kombiniert, dieses Cross-Device-Tracking und das U-Bacon, dann bekommt man zu diesem Ultraschall-Cross-Device-Tracking. Und das ist zumindest, es ergibt hohe Akkuratität. Es fragt die Leute nicht, dass sie sich einloggen sollen. Man kann das in Webseiten oder in TV-Werbung einbauen. Das gebraucht ein bisschen Infrastruktur. Und man braucht ein Netzwerk von Publishern, die das in ihren Inhalt einbauen würden, was immer dieser Inhalt ist. Man braucht dann noch einen Ultraschall Device, um das zu tracken, wie zum Beispiel das mobile Telefon. Und man muss es in Werbung SDKs einbauen, damit die Entwickler das Ultraschall-Framework in ihre Werbung einbauen können. Mit Phenom, wie man es versteht. Bei Schritt 1, wir haben den Werbeclient, Werbekunden. Er geht zu dem Ultraschall-Tracking-Provider und die setzen eine Kampagne auf und die verbreiten das dann zu Inhaltsverbreitern, die das dann weiterfahren. Kommt drauf an, was dann der Werbekunde damit erreichen möchte. Im vierten Schritt greift der Werbekunde auf den der Nutzer auf die auf den Inhalt zu und dann wird das zum Fernsehen abgespielt zum Beispiel. Und genauso spielen die Lautsprecher den Ultraschall-Sound ab. Und das Telefon, was im Hintergrund zuhört, nimmt das auf und schickt es zurück zu dem Service-Provider. Und die wissen, der Typ hat jetzt diese Werbung gehört. Und ich werde das zu seinem Profil hinzufügen. Und sende gezielte Werbung zurück zu seinem Gerät. Und damit möchte man natürlich die Anzahl der Kunden erhöhen. Eine andere Nutze von Ultraschall ist das Proximity Marketing. Man setzt mehrere Ultraschall
Sender aus, ist ein anderes Wort für Lautsprecher. Das nette Ding ist an Ultraschall, man braucht nur normale Lautsprecher. Man packt die in verschiedene Orte in dem Shop, in dem Laden, zum Beispiel im Supermarkt. Und dann muss man irgendwas, was die auf dem Smartphone installieren, und sobald das drauf ist, hört das im Hintergrund zu und nimmt den Ultraschall wahr und schickt das zurück zu dem Store. Das wird genutzt, um das Verhalten von Nutzern innerhalb des Ladens zu beobachten. Wenn man dann in dieser Abteilung von dem Wagen ist, aber man läuft 2 Meter runter, dann sieht man. Und dann die Leute mehr Punkte den Leuten zu geben, dafür, dass sie den Laden besuchen. Und da ist tatsächlich ein Produkt, was das anbietet. Man kann natürlich auch Devices pairen. Das braucht das Problem, dass also ein Ultraschall nicht durch Objekte durchgehen kann. Du kannst einen Random Pin für Ultrasound, dein Device biegt es auf. Das wird gegengecheckt mit dem Internet und jetzt bist du tatsächlich dort physisch, wo dein TV ist zum Beispiel. Google hat unlängst Chromecast with mobile devices. Das ist noch nicht ganz erworben, noch nicht ganz klar, was da noch drin ist. Es gibt auch noch Audience Measurements. Da kannst du da, zum Beispiel einer Zuhörerschaft tracken und ihr Verhalten. Erstens einmal, wie viele hören gerade zu? Wie haben sie reagiert? Also wenn du einen zweiten Beacon machst, dann trackst du auch noch ihre Behavior, ihr Verhalten. Jetzt haben wir das alles gesehen und dann war die nächste Frage, und wie sicher ist das? Welche Sicherheitsmaßnahmen werden da getroffen? Ich fahre mal mit der Ausbeutertechnologie. Jetzt braucht man den Computer mit dem Tor-Browser und dem Smartphone, mit dem Ultrasound enabled. State Level Adversary, also das beruht auf dem Bedrohungsszenario, und du bist aber gegen ein Government, du gehst hier gegen die großen Spieler vor. Also wir setzen mal die Szene zusammen. Okay, nehmen wir mal an, ein Whistleblower möchte gewisse Dokumente einem Journalisten weitergeben. Was er nicht weiß, ist, dass der Journalist mit dem Government zusammenarbeitet, mit dem Unterdrückenden, und er hat vor, ihn zu de-anonymisieren, also ihn bloßzustellen. Der Journalist sagt zum Whistleblower, er soll die Dokumente zu einem Tor-Sitten-Service, das er hat, hochladen. Der Whistleblower fährt sein Tor hoch und ladet hinauf. Der Whistleblower macht seinen Tor-Browser auf. Wir haben das Telefon neben dem Computer, bis zu 7 Meter weg sein, aber normalerweise liegt es daneben. Ja. Was wir zuerst machen? Ungefähr für die Demo. Wir verwenden ein Smartphone-Zuhör-Framework, das der User selber startet. Diese Ultrasound Cross-Device Tracking Apps, wir setzen es mal auf Zuhören. In normalen Frameworks macht der User das nicht, macht sich automatisch, aber wir haben ja eine Testversion hier. Wir wollen ja sehen, was läuft. So, now the whistleblower is gonna load the,
Jetzt ladet der Whistleblower die Dateien hoch über das Tor-Framework, über den Tor-Browser. Und schauen wir mal, was passiert. Okay. Now we've loaded the page. Jetzt haben wir die Seite geladen und das Telefon hört zu. Mal schauen, was passiert. Das schaut ziemlich übel aus. Wir haben einen ganzen Haufen Informationen über den User, der unsere verdeckten Services. Ihr habt wahrscheinlich schon irgendwelche Ideen, wie das ist, zustande gekommen ist. Also gut, gehen wir es einmal durch. Ich habe mal seine IP-Adresse, die Phone-Nummer. His Android ID, his email and his Google account email. So this is enough to say, and his location, of course. Und seine Location natürlich auch. Also wir haben ihn einfach ganz elegant de-anonymisiert und er weiß nichts davon. Bevor ich das jetzt erkläre, werde ich noch ein paar Werkzeuge vorstellen, die dazu notwendig waren. Der erste ist die Beacons, die Soundstöße, die du. Also du stößt den aus und die stößen das aus und registrieren das. Du kannst sie auch widerspielen. Du kannst sie irgendwo aufnehmen und zurückgeben. Das funktioniert so. And then once you capture those beacons, you can replay them back to the. In dem Augenblick, wo du diese Beacons wieder aufgenommen und wieder gespielt hast, kannst du sie nachverfolgen durch die Tracking Devices, um ihnen zu vermitteln, wie das funktioniert. Die, wenn man einem User in ein Geschäft überreden möchte, hineinzukommen, dann bekommen sie das wissentlich, dass Verzeihung, er bekommt das, wenn er in der Nähe des Geschäftes ist, schon auf seinem Device gespielt, ohne dass er dorthin muss. Mein Lieblingswerkzeug für den Angreifer ist Call Snippets. Wenn man das lädt, das lädt man bei der Angreifer einem das Telt. Das kann in vielen Methoden passieren, in der Werbung. Man baut eine Webseite und spielt einfach den Ultrasound den Ultraschall im Hintergrund ab. Und nutzt diese Cross-Site-Vulnerability aus. Und dann kann man das einfach zu diesem Besuchern dieser Webseite ausspielen. Oder man benutzt einen Man-in-the-Middle-Angriff. Oder sendet eine Audio-Nachricht von einem Angreifer zu einem Opfer. Wie der Tor-De-Anonymisierung-Angriff funktioniert, ist das folgende. Das erste, man startet eine Kampagne. Und dann setzt man den Bacon auf, zusammen mit dieser Kampagne arbeitet. Das ist, was der in unserem Szenario der Journalist für den Whistleblower getan hat. Das ist. Wenn das Smartphone so ein Framework hat, dann schickt das zurück zu dem Provider. Ich weiß nicht, wie ihr das bei euch ist, aber wenn ich Tor benutze, dann ist mein Telefon nicht über Tor verbunden, sondern über das normale WLAN. Jetzt weiß der Ultraschallbetreiber, weiß, dass das Handy zu diesem speziellen Beacon zuhört. Und dann kann einfach das Ping und dann die IP und andere Identifizierungen rausziehen. Diese ersten beiden Elemente haben wir
haben wir schon den Computer mit Lautsprechern und ein Smartphone mit diesem Ultraschall-Tracking-Device angeschalteten App. Wir haben den Traffic von Schritt 6 umgeleitet. Das hier ist keine große Annahme. Und was wir haben. Ich weiß nicht, wie viele euch das mitbekommen, aber AT&T hat ein Spionageprogramm gelaufen, das. Die Information war nur durch einen einfachen Court Order herauszufinden, durch Sabina. Das Government kann ganz einfach die IP-Adresse herausfinden. Ist ganz wenig Verwaltungsaufwand. Wir haben uns ein paar weitere Attack-Szenarien ausgedacht. Werber wirklich mögen es wirklich, Profile über dein Verhalten und über deine Bewegung aufzubauen. Du kannst Beacons überall hinein initiieren, über ihr eigenes Telefon, und dann beim Abhören kannst du sie genau profilieren. Das hängt natürlich davon ab, wie das Backend von der werbenden Firma funktioniert. Dann gibt es Information Leakage Attacken. Du replaced Beacons. Du kreierst ein Leck, und dann je nachdem. Je nach den Profiling-Techniques kannst du den Provider relativ genau auf ein bestimmtes Profil einstellen. Wir haben schon gesehen, sehr sicher ist es nicht. Was kann auch schief gehen? Also haben wir eine Security Evaluation gemacht und sind mit 4 Punkten gekommen. Also es ist ein relativ unpräzises Bedrohungsszenario. Ultrasound Beacons sind irgendwie nicht wirklich heavy in Security Features. Dann ist natürlich, es gibt keine Transparenz und sie verstoßen gegen ein paar grundsätzliche Security-Regeln. Gehen wir mal durch. Ein ungenaues Bedrohungsmodell. Ja? Sicherheit, wie sicher ist die fixe Übertragung dieser Beacons? Das stimmt nicht. Sie nehmen auch an, dass du sie auch nicht aufnehmen und widerspielen kannst, was nicht stimmt. Also die Annahme ist nicht so genau. Auch sind die Sicherheitsmöglichkeiten dieser Beacons relativ restringiert, weil sie relativ kurze Zeit haben und relativ schmale Bandbreite. Und da, also die Leute stehen nicht drum und warten darauf, dass du deine Beacons spielst. Du wirst das relativ schnell abspielen. Und dann hast du nicht nur Zeit, sondern auch noch relativ Background Noise. Dann hast du natürlich die Violation von List Privilege. Und natürlich jedes Ultrasoundgerät ist grundsätzlich eine Bedrohung. Das Spektrum ist aber immer da. Also entweder du kriegst das ganze Soundspektrum oder gar keinen. Also da können natürlich böse Menschen auf der Seite noch ihre Beacons hineinschieben und du kannst sie nicht ausschließen. Und alle Ultrasound-Apps werden bei den Usern so angesehen werden, dass sie bedrohlich sind. Keine Transparenz ist eine schlechte Kombination mit fehlender Sicherheitsmöglichkeit.
apps when it comes to informing the users. Wir haben gesehen, dass die Apps das den Usern nicht mitteilen und sie sind sehr unpräzise mit ihren eigenen Details. Da gibt es einen Interessenskonflikt. Wenn du ein Framework-Developer bist, du willst, dass dein Device ordentlich funktioniert und soll für deinen Kunden. Aber du wirst jetzt nicht irgendwie mit Gewalt zwingen, du machst das entweder ordentlich oder gar nicht. Also du machst das einfach. Am Ende des Tages kriegst du einen Interessenskonflikt. Und was passiert, weil keine Transparenz da ist? Ein MBA-Team hat dies im Mai begonnen zu verwenden. Ein paar Wochen später gibt es einen Follower, der gesagt hat, ich habe Erlaubnis gegeben, dass mein Mikrofon verwendet werden, aber man hat mir nicht genau gesagt, was man damit, das ist ungefähr das, was die FTC ein paar Monate vorher gesagt hat, dass mit nur wenn das Mikrofon verwenden, das ist nicht ausreichend. Die Fußballteams verwenden sein Framework. Und ein paar Monate später beginnt das Publikum sich zu beschweren, dass es belauscht wird. Also während des Matches wurden die abgespielt, damit man verfolgen kann, was das Publikum tut. Und die Leute waren angefressen. Okay, just to put it into perspective, how prevalent these technologies are. The ecosystem is growing. Das Ökosystem wächst immer weiter. Da sind immer andere Firmen, die in diesem Ökosystem was mit neuen Produkten aufkommen. Die Nummer an Benutzern ist relativ klein, aber gerade konnten wir 10 Firmen finden, die diesen Ultraschall nahe benutzende Produkte anbieten. Da war nur eine Firma, die Ultraschall Crossing Tracking gemacht hat. Das ist schwierig wegen der Infrastrukturkomplexität. Das ist nicht einfach zu tun. Und das auch noch durch den Einfluss der Security Community wurde das nicht weiter gemacht. Da gibt es einige Firmen, die das mit Ultraschall arbeiten. Das war unsere ursprüngliche Idee. Das ist, was wir erst dachten. Wir wollen aber Leute Sachen reparieren. Wir sind aufgekommen mit bestimmten Schritten, um diese Sachen zu reparieren, und damit sie benutzbar sind, aber nicht gefährlich sind. Wir haben aufgelistet, was damit falsch ist, und wir stellen einige schnelle Lösungen zur Verfügung und einige mittelfristige Lösungen und Advocate für langfristige Änderungen. Das erste ist eine Browser-Extension, die tut das folgende. Die basiert auf Web Audio API und HTML5 und filtert alle Audioquellen hängt sich dazwischen und filtert alle Ultraschallsignale aus und filtert alles über 18.000 Hertz raus. Es lässt alle Audioquellen funktionieren noch, aber es funktioniert nicht mit älteren wie Flash, Sachen wie Flash. Wir haben auch eine Android-Erlaubnis. Yannick hat einen Teil für die Android-System entwickelt und erlaubt eine kleinere Kontrolle über den Audiosignal. Also, indem wir den Gain einschränken, forcieren wir zuzugeben, dass es Ultraschall-Signale geben wird.
Wir haben natürlich auf dem Torbug-Tracker eine Diskussion losgetreten. Wir plädieren für langfristige Lösungen. Wir brauchen grundsätzlich mal Standardisierungen. Wir müssen uns auf einen Ultraschall-Beacon-Format einigen und welche Features es haben darf und welche nicht. Wenn wir einmal einen Standard haben, dann können wir uns ein paar APIs definieren. Die haben ein paar Vorteile. Die werden so wie die Bluetooth-APIs funktionieren, werden ein paar Methoden damit entwickeln und anbieten, damit man Prozesse entwickeln und entdecken kann. Das heißt, wir werden vielleicht Apps mit zu vielen Privilegien zurückfahren. Wir brauchen das Mikrofon nicht mehr. Es wird nicht mehr als Spying empfangen werden. Wenn du, also gibt es auch ein kleines Problem, wenn das Mikrofon besetzt ist, kann es nicht funktionieren. Wir haben versucht, ein Video aufzunehmen und die App-Kamera ist gecrashed, weil das Mikrofon blockiert war durch den Ultraschall-Lauscher. Da werden wir Möglichkeiten von Developern aufstoßen, die sagen, wir wollen deine API nicht, wir wollen selber zugreifen. Das kann man sie bei Default rausfiltern oder blocken. Und der User sollte unbedingt imstande sein, selber seine Zustimmung zu geben, ob er die Spektrums abhören haben will oder nicht. Was schließen wir daraus und was haben wir gemacht? Wir haben verschiedene Ultrasound-Tracking-Technologies analysiert. Wir haben einige identifiziert mit Security Shortcomings, also Sicherheitsfehlern. Wir haben ein paar Frameworks und Real-World-Apps festgestellt. Wir haben eine Attacke definiert. Wir haben ein paar Lösungen vorgeschlagen. Und hauptsächlich appellieren wir mal an die Developer, belügt eure User nicht, ihr müsst ihnen sagen, was ihr tut, wir brauchen mehr Transparenz, ihr sammelt einen Haufen Daten und da war ganz wenig Information vorhanden, wofür diese Information verwendet wird und wenn sie genau da verwendet wird. Dann hätten wir auch gerne noch eine Möglichkeit des Opt-out, weil das muss auch noch drinnen sein. Wenn nicht schon besser, dann wenigstens das. Die Framework, also was sollten wir noch zu tun? Die Framework Providers sollten sicherstellen, dass die Developer die User informieren und auch sicherstellen, dass die User dem zustimmen. Und das kann man nicht einmal machen und dann hört das Ding zu, bis du das Handy wegwirfst. Das sollte bei jedem Mal wieder freigegeben werden. Was jeder machen sollte, ist eigentlich im Idealfall jedes Mal, wenn das zuhört, sollte wieder Erlaubnis gegeben werden. Dann kann man dies standardisieren, das wird ein langer Prozess werden, vor allem die Ultraschall-Beacons. Und wenn das ein Standard mal habt, dann wird das etwas einfacher werden. Und dann die Authentifizierungsmechanismen sollten noch einmal geprüft werden, weil derzeit gibt es gar keine. Und das ist also offen für alles, was böse ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann bitte geht zu den Mikrofonen in den Flur. Das erste ist es. Hallo. Danke für deine Präsentation. Ich habe ein paar Fragen, die technisch sind, die sehr damit zusammenhängen. Als erste. For either microphone or the speaker as well.
is something that is technically feasible and will not put a very high latency in the processing. Es ist möglich, hohe Frequenzen in den Lautsprecher und dem Mikrofon rauszublocken. Du sprichst über das Smartphone. A real-time sound and microphone feedback. Because man hat ein Real-Time-Mikrofon-Feedback. Wir machen das über eine Permission, die wir uns einholen. Es ist nicht, nimmt zu viel, nicht zu viele Ressourcen. Also, was Sie fragen. Die zweite Frage, ist da vielleicht ein neuer Markt für die Mikrofone, die Lautsprecher benutzen, die explizit Ultraschall rausblocken? Möglicherweise. Ich weiß nicht, ob wir das vom Application-Level her tun können. Wir haben das für das Android-Permission-System was entwickelt. Wir haben das, glaube ich, grundsätzlich mal versucht. Weiß ich nicht, ob du nur Ultraschall alleine herausfiltern kannst. Ich wage es zu bezweifeln. Vom Browser, dort funktioniert das. Aber wenn, wir können es natürlich auf Firefox transportieren. Danke für deinen Talk. Ich habe eine Frage für die Anforderungen an den Angriff gegen den Whistleblower. Muss der Angreifer Zugang zu dem App auf dem Smart haben und auch Zugang zu dem Mikrofon zu dem Angriff haben? Müsste dann der Angreifer nicht einfach in der Lage sein, die Unterhaltung des Whistleblowers abzuhören? Ja, grundsätzlich. Das ist das größte Problem, weil sie Zugriff auf das Mikrofon haben. Das ist ganz reell. Das würden wir auch nicht lösen, wenn wir nur den Ultrasound-Spektrum hätten. Das war ja der ursprüngliche Annahme. Wir haben immer noch Zugriff auf sein Mikrofon. Selbst wenn ich nur Ultrasound hören kann, oder ich muss irgendwelche Kryptomechanismen noch einführen, die das verhindern. Ich kann immer noch den gleichen Angriff durch das hörbare Spektrum durchziehen. Durch das hörbare Spektrum, ja, da geht das natürlich auch. Gibt es eine Gesellschaft, die Tracking macht im hörbaren Bereich? Das ist viel schwieriger zu verhindern, aber es gibt so viele Möglichkeiten, das mit einzuschließen. Wir sind da noch an der Recherche. Da gibt es sehr viele Ökosysteme in diesem Bereich bis jetzt. Da gibt es noch keine Frameworks, nicht so viele wie im Ultraschallbereich. Die nächste Frage ist von dem Internet. Mest is asking, have you heard about exploiting parasite ultrasound emitters like IC components? Habt ihr von parasitischen? Yes, sure. Könnt ihr das wiederholen? Kann man andere Komponenten auf dem Mainboard und oder auf der Festplatte benutzen, um Ultraschall zu emitten und auszustrahlen und das benutzen? Das ist eine gute Frage. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Möglicherweise, ja, das klingt ziemlich beängstigend. Hoffentlich nicht. Aber ich zweifle es. Ich denke, es wird Ihnen schon was anfallen. Ja? Vielleicht ist das Problem, dass man das nicht ganz unhörbar machen kann. Also du wirst wahrscheinlich irgendwelchen Ultraschall ausgeben und aber irgendeinen Sound wird er schon dabei machen, sodass der User es merkt. Nächste Frage. Danke für deinen Talk. Danke für die Forschung. Weißt du, dass irgendwelche Frameworks oder SDKs die Beacons, die sie finden, aufzeichnen? In meinem Fall ist das Telefon nur online, wenn ich es benutze. Kann es sein, dass es die Beacons aufzeichnen? Natürlich machen sie das. Nächste Frage.
was die Datenrate, die man im Ultraschallbereich senden kann? Gute Frage, schon sehr relevant. Auch für den kryptografischen Mechanismen sind das, wäre das wichtig. Von unseren Experimenten, 4 Sekunden, 5, 6 alphanumerische Signale. Wenn du die Reichweite unter 7 Meter drückst, schaffst du mehr, aber so in dem Bereich. Aber es ist nicht sehr robust weiter drunter. Aber das ist noch diese sehr primitive Encoding-Methode. Wenn wir das irgendwie schlauer machen, können wir vielleicht den Content deutlich erhöhen. Und eine kleine zweite Frage, was ist die Energie, der Energieverbrauch von dem Telefon, würde ich das nicht merken? Ja, sie hat die Batterie ziemlich ausgetrunken. Ich habe das, weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber einige User haben sich beschwert darüber, dass das Ding ihre Batterie leert. Ja, das ist ein Problem sozusagen. Amazon Nest und Google Nest benutzen Ultraschall. Diese immer hörenden Dinger von Amazon und Google, die immer an sind. Naja, auf der einen Seite, stimmt der User ja zu, aber versteht nicht genau, was er zustimmt. Da ist ein grauer Ära. Ja, User sagt mal okay, aber wurscht, ich erkläre dir nicht, was du tust, was wir da tun. Nächste Frage. Mich würde interessieren, wie man die Realwelt-Applikation ausgewählt hat und was schon solche Frameworks benutzt. Was war das erste? You selected your real-world applications from the Google Play Store, if you had any. So, we're trying to do a systematic. Wir haben versucht, einen systematischen Scan des Marktes zu haben, aber es war nicht sehr einfach. Da gibt es Ressourcen im Internet. Gott sei Dank für uns müssen die Unternehmen ihre Dienste anbieten und daher Werbung machen und so können wir sie herausfiltern. Wir haben verschiedene Datasets gescannt, aber wir haben jedenfalls keine einschließliche Liste aller Application Sets. Was ich sagen kann ist, es gibt Applications, es gibt Frameworks bis zu 1 Million Installationen. Ich werde es nicht sagen, wenn ich nicht ganz sicher bin. Aber wir haben bis zu 1 Million Applikationen in Implementierungen gesehen. Frage von dem Internet. Weißt du irgendein Framework von Facebook oder Google, die das benutzen? How do we know that it's not? Sorry. It's not Siri or some maybe Alexa snitching on us. Dass sie nicht uns Alex oder Siri uns abhören. Das ist eine breite Diskussion. Nein, wir wissen es nicht. Das ist dasselbe Problem. Das ist dasselbe Problem, das diese Unternehmen auch haben. Wenn ich da zurückgehe. Ja, hier. Die User werfen ihnen vor, sie würden sie abhören. Ja. Zum Beispiel beim Fußballspiel. Wir haben sie reverse-engineert und nichts gefunden. Aber das heißt, du musst einmal deine User überzeugen, dass du nur zum Ultrasound-Spektrum zum Ultraschallspektrum zuhörst. Du wirst, wenn du abhörst, hörst du ab, du wirst dich immer in dieser. Das ist dasselbe Problem, das auch die Alexa hat. Entweder sie hört dir immer zu oder nicht. Also hier konnten sie das Spektrum beeinschränken, aber das Thema ist nicht lösbar. Hat irgendjemand eine hörbare Demonstration von diesen Beacons gemacht? Was vielleicht nützlich für deinen Talk wäre? A demo
Du meinst, dass wir eine Demo, wo wir hörbare Frequenzen verwendet haben? Ja, da gibt es diese eine Firma. Aber die sind ziemlich geheim, sie tun ziemlich geheimnisvoll und erzählen immer noch das, was sie unbedingt müssen. So Accuracy zum Beispiel, also Genauigkeit. Sie sagen ganz wenige technische Details. Du musst das Programm irgendwie in die Hand kriegen oder in deinen Computer und es selbst analysieren. Wir haben de facto alles selber machen, wir haben keine Ressourcen von außen bekommen und keinen Support. Ja, aufnehmen und wieder zurückspielen einen Beacon, ich weiß es nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Another question from our signal angel. Eine Frage aus dem Internet. Masters again asking, would it be possible, wäre es möglich, einen Low-Pass-Filter zu haben, um transmit the beacon via ultrasound, um den Beacon über Ultraschall zu übertragen in einem Bereich, das frei für die Application, für die Anwendung ist. Die Frage ist, kann ich irgendwie die Ultraschallsignale benutzen, um dann normales Signal rauszumachen? Möglicherweise, weiß ich nicht. Ihr seid viel kreativer als ich. Vielleicht sollte ich da ein paar Bullet Points dazufügen noch. Auf dieser Beacon Trap Liste hier. Ah, da gibt es ja noch ein paar Möglichkeiten, die wir gar nicht bedacht haben. Ja, möglich. Ja, klingt eine gute Idee. Könnte man mal versuchen. Ist das Stören von diesen Signalen eine Funktion, eine mögliche Also die Frage war, wenn ich das ausblocke mit White Noise, würde das effektiv sein, würde das den Beacon stören und würde das meinen Hund stören? Aber wir haben gesagt, ja, du kannst du machen, bis zu 7 Meter, aber es ist Noise Pollution. Also mein Hund war nicht glücklich, wie ich das gemacht habe. Ich konnte seine Ohren bewegen sehen, aber ich hatte den Eindruck, das hat er nicht, hat ihm nicht gefallen und ich würde das nicht die ganze Zeit im Haus haben wollen. Wie können wir das für eigenen Nutzen benutzen? Are there any efforts in this area? Könnte man da irgendwie das davon nutzen? Ja. Leute haben gerade sind da bei Ultrasound Modems so mit einem TCP/IP Stack drauf. Ja, das ist in Entwicklung, habe ich gehört. Ich würde sagen, ja. Ich bin mir nicht ganz klar, wie viel Bandbreite wir da zusammenbrechen. Wir wollen aus diesem Grund ja auch nicht die Technologie killen. Wir wollen sie mal sicher machen und dann können wir uns schauen und anschauen, was man damit machen kann. Ich frage mich, ob man die Technologie von der Ultraschallbereich in den hörbaren Bereich transferieren könnte. Zum Beispiel mit Audio-Wasserzeichen. Und dann würde das Erlaubnisding mit dem Ultraschall-Erlaubnis nicht möglich. Audio-Wassermarken im hörbaren Spektrum, ja. Unsere Gegenmaßnahmen würden dagegen nichts nützen. Wir wissen bislang nur von einer Gesellschaft, einem Unternehmen, das das macht. Es ist technisch, glaube ich, ein bisschen aufwendiger, als im Ultraschallbereich zu bleiben. Hoffentlich, wenn es einen klaren Weg gibt, das mit Ultraschall zu machen, wird sich niemand in den Hörbereich hineinbewegen. Aber unsere Gegenmaßnahmen würden dort nicht wirken im hörbaren Bereich, im hörbaren Bereich gegen die Watermarks. Next question from the front left microphone.
Ich habe gehört, dass der Unterton in dem Spektrum, dass einige Experimente waren, die gezeigt haben, dass man da die Stimmung von Menschen rauslesen kann. Ist da irgendwelche Informationen, wie Ultraschall das beeinflussen könnte? Ich bin kein Experte in diesem Bereich. Ich habe ähnliche Artikel auch schon gesehen bei unseren Recherchen. Das ist ziemlich ärgerlich. Ja, vor allem wenn du es über Kopfhörer bekommst, die Infrasound, man hört es nicht, aber es erzeugt einen Ohrdruck. Keine Ahnung, was das mit deinem Hör geht. Also du willst es, glaube ich, einfach nicht haben, aber ich bin kein Experte. Do we have any more questions? Yes, one further question. Eine weitere wäre es möglich, eine Störe-Lösung zu benutzen, um dieses Signal loszuwerden? Ja. Aber du machst doch wieder Umwelt und machst wieder Noise Pollution. Aber wenn du paranoid bist, mach das. Ja, dann ist es eine klare Ansage. Any more questions? One more on the from the left microphone. Du hast gesagt, dass physikalische Objekte den Ultraschall blocken würden. Wie fest müssen diese Objekte sein? Reicht das um meine Tasche, reicht meine Tasche, um das zu blocken? Ja, eine gute Frage, ja. Ich glaube nicht, dass Kleidung das kann, es sei denn, sie ist sehr dick. Dünne Wände blockieren es, das ist definiert. Dickes Glas, das reduziert die Übertragungsrate, also die Ratio Signal zu Geräusch. Also Metall glaube ich nicht. So, are there any more? Doesn't look like it. Maybe one more, sorry. Goodbye Kitty is asking. Eine Frage aus dem Internet. Könntest du eine Liste von Namen von Tracking-Apps aufmachen? Ja. Das ist eine gute Frage. Wir versuchen, eine einschließliche Liste zu machen. Ich habe schon zwei Frameworks. Silver Push One, Signal 360 und der dritte war da hier. So, developed by Signal 360. And then there is a listener one. Dann gibt es noch einen zuhörenden Wagen, die LSNR. Ist auch recht populär. Der Entwickler baut sie in seine Applications in verschiedene Weise ein, mit verschiedenen Levels der Transparenz für seine Verwender. Es ist besser, wenn du dir zuerst im Klaren bist, wie das Framework kann, und dann weißt du aus dem Code heraus, was das Ding kann, und dann weißt du, wonach du suchen musst und was du fragen sollst. Und dann kannst du versuchen herauszufinden, welche Applikationen das tatsächlich einsetzen. Was wir bei Silverpush bemerkt haben, nachdem das Unternehmen hat die US verlassen und dem ganzen Backslash, haben die Unternehmen das Framework aufgegeben. Also sie haben es, aber sie verwenden es nicht oder nur mehr ganz wenig. Thank you very much, Vasilios Mavroudis.